Ich bin's, Tim. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Crispy Rider. Ja, wie man sieht, hat sich ein bisschen was an meinem Motorrad verändert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sieht, aber ich habe hier jetzt eine wunderschöne Socke drauf, damit dem Ding auch nicht kalt wird. Ich habe hier jetzt einen wunderschönen Sticker drauf, damit der Tank nicht mehr so verkratzt. Und ich habe mir jetzt, nicht wundern, ich habe gerade noch ein paar Schrauben festgezogen, ich habe mir jetzt Tankpads bestellt. Die sind echt viel kleiner als gedacht, aber die kommen irgendwie so aufs Motorrad. Ich glaube so. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn so. Zack. Und ja, die werde ich jetzt festkleben. Und dann werden wir mal ein kleines Ründchen drehen. Ja, das ist halt im Endeffekt so, wie ich mir das gedacht habe. Also die kommen dann so hier dran. So. Ja, nice. Dann würde ich mal sagen, wir holen mal Alkohol und ein Handtuch. Ja, okay, der Kleber hält auf jeden Fall gut. So. Erstes Tankpad ist schon mal dran. Einmal nochmal festdrücken. Ja, sehr gut. Dann machen wir das hier ab. Ich glaube, ich kriege es jetzt eh nicht mehr ab, aber... Ja, sieht gut aus. Kollege von mir, der aus dem Video jetzt, der hat übrigens jetzt gerade seine Führerscheinprüfung. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt gleich sagt und anruft und sagt, ja Mann, ich habe bestanden, let's go. Vielleicht fahren wir dann nochmal bei dem vorbei. Ich hab alles klar. Dann würde ich sagen, ich packe hier alles wieder weg und wir beamen uns auf die Straße. Und da stehen wir an der Ampel. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Himmel zieht immer weiter zu. Aber jetzt sagt mal ganz ehrlich, was haltet ihr von dieser Socke? Also ich finde, die gibt mindestens 10 PS mehr, wenn nicht sogar noch mehr. Ich habe mich tatsächlich jetzt mal dazu entschieden, in Richtung Duisburger Innenstadt zu fahren. Denn ich glaube, auf Video war ich noch nie in der Duisburger Innenstadt. Und dann können wir noch mal gucken, was da so abgeht. Boah. Aber meine Beine sind irgendwie zu klein für diese Tankpads. Also wenn ich mein Bein hier drauf habe, dann... Also, da treffe ich halt genau nicht. Was ist denn eigentlich jetzt schon wieder für ein Wetter? Hier ist ein riesen Wolkenloch. Und da vorne ist einfach Tod und Verderben als Wolken getarnt. Baby Princess on board. Ich will mir niemals sonst Sticker auf meine Karre machen. Niemals. Bist du Effi hier? Nee, ich bin mit dem Motorrad hier. So, wir kommen in der Duisburger Innenstadt. Da vorne sehen Sie Hotels, den Bahnhof. Wir fahren hier mal nach links. Das Rose Bahnhof. Also quasi, ja, nicht ganz durch den Bahnhof, aber... Der fährt da jetzt bestimmt rüber, ne? Ja, das war so klar. Ich werde mal mit Gas geben, Junge. Boah, ich bin so gespannt, ob der seine Prüfung bestanden hat. 14.17 Uhr. Ah. Dann hat er zu mir gesagt, ich glaube 12.30 Uhr meinte er, eine halbe Stunde muss ich los. Das heißt, die Prüfung sollte so, also so in 20 Minuten oder was zu Ende sein. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach zur Fahrschule fahre und den da abfange. Aber ist halt auch doof, wenn er im Endeffekt die Prüfung dann nicht bestanden hat. Und ich dann, na und wie war's? Und er so, nicht bestanden. Das wäre auch scheiße. Deswegen mache ich das nicht. Aber der Drang ist auf jeden Fall groß. Aber ich glaube, wenn er gleich anruft, dann frage ich den, wo bist du? Und wenn er dann sagt, ja, hör mal, ich bin, weiß ich nicht, in Pusamukkel, Pakistan, dann fahre ich da direkt hin. Aber das zieht sich immer weiter zu. Das ist echt bescheiden, weil es sollte heute eigentlich nicht regnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt bis in die Puppen weiterfahre, dass dann gleich regnen wird. Komm, da mogeln wir uns mal vorbei. Fahre ich jetzt links oder geradeaus? Je nachdem, was die Ampeln sagen. Wenn die jetzt grün bleiben, fahre ich geradeaus. Ah, dann fahre ich links. Ah, 30 Lärmschutz. Fahren wir mal keine 30. Also, keine 50. Alter, hier ist alles mit 30 voll. Ah. Zu Ihrer Linken, meine Damen und Herren, sehen Sie die Regattabahn. Was ist denn da für ein Erdeberg? Wollen die jetzt das Stadion neu bauen oder wer? Junge, das ist ja... What the fuck? Buddeln die das Ding aus oder wie sieht das aus? So, dann fahren wir doch mal am, am Stadion vorbei hier, du. Wow. Zu Ihrer Linken, meine Damen und Herren, seht, wow, Digga, jetzt ist hier auch zu. Willst du mich eigentlich verarschen, oder was? Ab dem 10.06. ist auf der gesamten... Ja, gut, aber... Jo, was machen die denn hier? Was machen die hier für einen Jahrmarkt? Egal, auf jeden Fall, das ist das... MSV-Stadion hier. Ja, und da drin habe ich mal gearbeitet für ein Jahr. Crazy, oder? Cool, cool, cool. Weiter geht's. Junge, warte ein Jahr mal. Ich weiß halt wirklich nicht mal, was hier ist.
und auf die Autobahn. Ist das coolste oder kein Weg? Komm, überholen wir den noch? Ja. Hey, hey, hey! Also einfach das Geile an dem Motorrad, ne? Du drehst einmal den Gashahn auf und du bist einfach weg. Das Ding hat drei Gänge. Hier, da und weg. Here, there and gone. Hier hat man einmal einen Ausblick über die Duisburger Skyline. Total schön, oder? Auf jeden Fall. Boah, hier kann man mal so schön in den zweiten schalten. Das ist so geil. Ich lieb's wirklich. So, und hier fahren wir schon wieder von der Autobahn runter. Fahrradfahren. Also, ich glaube, ich bin kein Fahrrad gefahren. Nimmt das Moped hier noch auf? Jo. Niklas ruft an. Ja, moin! Moin, Digga, ich hab bestanden! Jawoll, Junge! Und jetzt nach Luis oder was? Okay. Willst du den Zuschauern im Video nochmal Hallo sagen? Ach so, hallo! Nee, ich filme da nämlich gerade und ich hab schon gesagt, dass du jetzt deine Prüfung hast. Ach so, okay. Ja, perfekt. Junge, ja, nice. Ich freue mich, Alter, ehrlich. Ja, glaube ich. Und jetzt bald fahren wir zusammen, Junge. Ja. Geiler Scheiß. Ey, da freue ich mich auch drauf. Ja, gut, Mister. Aber dann fahre ich jetzt nach Hause. Alles klärchen. Dann bis gleich. Bis gleich, tschö. Ciao. So, und da habt ihr gehört, er hat einfach bestanden, Jungs. Da hatte ich auch keinen Zweifel dran. Das heißt, jetzt werdet ihr den Typen wahrscheinlich bald öfter mal in Videos sehen. Denn wir mögen jetzt bestimmt mal öfter zusammenfahren und da wird auch bestimmt das ein oder andere Video draus entstehen. Geil! Polizei, Polizei. Und sie kann nichts, Machelei. Junge, der Himmel, der ist, also, bin ich jetzt dumm oder wett? Oder geht der Himmel immer weiter zu? Zieht der immer weiter zu? Immer weiter später. God is able to enable. Fahr doch, Opi, bitte. Und deswegen mag ich keine Roller. Was macht ein Roller auf einer 70er-Straße, Junge? Das ist einfach eine Verkehrsbehinderung. Ah, ehrlich. Also, ich finde, Probleme anschauen, Rollern ist einfach, dass die 45 fahren. So. Ich meine, Roller an sich, okay. Aber die müssten, finde ich, schon so 80 oder sowas fahren dürfen. Weil mit 45, was willst du da machen? Du kannst nicht mal mit dem normalen Straßenverkehr mithalten. Sondern gehst du auf eine 70er-Straße, wo du auf jeden Fall nicht mithalten kannst. Und dann müssen Autos überholen. Da muss, oder dann bildet sich halt hinter dem eine Riesenschlange. Der ganze Verkehrsfluss wird behindert. Das ist halt, ah, deswegen mag ich keine Roller. Werte verteidigen, Frieden schützen, machen was zählt. Ja, die Grünen, die sollen einfach mal die Fresse halten, ehrlich. So, meine Damen und Herren, ja, ich denke mal, ich werde mich jetzt hier verabschieden, denn ich fahre jetzt quasi nur noch nach Hause, um dann von da aus mit Niklas zusammen nach Luis zu fahren. Dementsprechend bedanke ich mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich bedanke mich generell, dass du das Video überhaupt angeschaut hast. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn du den Kanal abonnierst, vielleicht sogar die Glocke aktivierst. Ja, dann warte an der Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Crispy Rider. Tschüss. Ja, jetzt muss ich da auf den Bus warten, ey.